der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in der Paläontologischen Staatssammlung, zusammen mit dem Leiter, der über ein eigenes Museum verfügt. Ja. Paläontologie ist ja ein weites Feld. Was umschließt das zeitlich alles? Wie viele Millionen Jahre? Das geht eigentlich von der Entstehung des Lebens bis heute und auch in die Zukunft. Also hauptsächlich natürlich mit den vergangenen Lebewelten, auch natürlich mit ausgestorbenen Organismen, aber mit der gesamten Entwicklungsgeschichte des Lebens auf unserem Planeten beschäftigen wir uns. Ja, also nicht bloß mit ausgestorbenen Dingen wie die Skelette, die hier also ausgestellt sind. Das sind ja alles Tiere, die es nicht mehr gibt, gell? Ja, einige davon gibt es nicht mehr. Ja. Also ein Nachfolger wie zum Beispiel so ein Hirsch, den gibt es natürlich heute immer noch. Ach, das ist ja. dieser Riesenhirsch, gell? Ein Riesenhirsch. Der also so nach dem Geweih ein bisschen was von einem Elch hat. Ja. Was war eigentlich früher drin in diesem Haus? Es ist so ein schönes Gebäude. Das Gebäude ist 1902 im Stil der Renaissance gebaut worden vom Architekten Rohmeis. Und hier war eine Mädchenschule für Kunstgewerbe drin. Und die Mädchen waren hier und die Knaben waren da drüben in der Luisenstraße, wo jetzt das Gebäude der Geologie und Geographie ist. Mhm. Und die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, wie wir offiziell heißen, unter dem Dach der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlung Bayerns. Wir waren vorher in der Innenstadt, in der Alten Akademie, in der Neuhäuser Straße. Mhm. Im Gebäude war heute gegenüber vom Oberpollinger. Das ist aber im Juni 1944 ausgebombt worden. Viele Sachen sind schon vorher in Sicherheit gebracht worden. Große Teile der Sammlung und auch große Teile der Aufzeichnungen sind pulverisiert worden. Und wir sind hier 1952 in dieses Gebäude gezogen. Und wir bekommen immer noch Anfragen von Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland nach Material, was die alliierten Bomben gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Jetzt ist aber doch, haben. Ja. Deutschland an sich nicht so eine typische Fundstätte, wenn man das jetzt... Ich denke nur an Solnhofener Marmor, okay. Also. Ja, Solnhofener Plattenkalk ist natürlich... Ja klar, da finde ich Ammoniten, Belemniten und den Archäopteryx. Archäopteryx, Flugsaurier und auch ganz viel Kleinkram. Also Bayern hat da natürlich enorme Fossillagerstätten. Also Grube Messel mit Säugetieren aus dem Känozoikum und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur so, dass die Schätze woanders liegen. Ja? Was filmen Sie da gerade? Ob ist das irgendwie so ein Trockenkrokodil oder sowas? Prestosuchus, genau. Ja, die haben dort eben nicht bloß im Wasser gelebt, sondern am Land. Ja, so deswegen ist auch die Rekonstruktion so ein bisschen Land vielleicht so eben. Aber das sind alles Viecher, die wir gelebt haben, oder haben Sie auch Reproduktionen hier? Weil der hat ja ganz andere Farbe. Der Elefant ist eine Reproduktion. Ja. Mhm. Dieser Dreihornsaurier hier, der Triceratops, den man ja auch aus Funk und Fernsehen kennt, ja. Ja, Jurassic Park. Jurassic Park kommt ja gern vor, ja. Das ist sogar ein Originaltypus. Einer der besterhaltensten, den wir hier vom Museum in Yale vor Jahrzehnten gekauft haben. Okay. Da wussten die noch gar nicht so richtig, was das ist. So, wie gut das ist, jetzt haben sie sich wahrscheinlich, ärgern sie sich wahrscheinlich. Also die Ausstellungsstücke sind nicht nur aus Bayern und aus Deutschland? Nein. Also der ist auf jeden Fall nicht. Der Elefant, der ist aus Bayern, Mülheim an Inn. Gefunden worden in den 70er Jahren. Am Innenufer ist er gefunden worden. Ach, bei Mühldorf, oder? Mühldorf. Prallhau. Ja. Ich erinnere mich noch gut. Ja. Und der ist aber, das sind nicht die Originalteile. Die Originalteile wären viel zu schwer. Ah ja, verstehe. Die wären viel zu schwer. Und das dann stabil machen, das dann zusammenkracht, genau. Muskeln und Bindegewebe. Das ist ein Abschluss. Aber was natürlich der Laie sich überlegt, und auch ich, wie hat der gefressen? Bei normalen in Anführungszeichen Mammuts oder Elefanten, wie wir sie kennen, die haben ja die Zähne unten und können dann mit dem Kopf nur durch. Genau. Und der hat ja vier Stoßzähne und zwei oben, zwei unten. Aha. Und es wird angenommen, dass der also eher so Gestrüpp, Buschland sowas gefressen hat und dann so kleinere oder auch teilweise auch größere Äste oder kleinere Äste dann mit den beiden Also Rüssel hat der keinen gehabt? Ja, doch, Rüssel wird er auch gehabt haben. Ja.
dazwischen. Und ach, hier oben, ja. Den, ja, der das dann, das, der das dann so, die Äste so geknackt hat mit den beiden, mit dem der Kiefer. Dann haben wir hier auch ganz was Schönes, was auch ab und zu hier gefunden wird, in den Kiesgruben, nämlich einen Mammutzahn. Ja. Das ist echt... Wollhaar-Mammut, ja, Stoßzahn. Ja, der ist schön, schön rekonstruiert, ja, geworden, konserviert geworden. Das Problem bei denen, dass die ja im Boden liegen, ja, und durchfeuchtet sind. Und wenn man die ausgräbt, dann trocknen die aus und zerbröseln. Das heißt, die werden dann mit... ist imprägniert praktisch. Ja, praktisch imprägniert und getränkt. Hm. Ja. Wie viele Abteilungen gibt es eigentlich bei Ihnen hier im Haus? Oh, einige. Es gibt für die verschiedenen Bereiche gibt es verschiedene Konservatoren, Konservatoren und eine Konservatorin. Ja, da sitzt die Frau Dr. Rösner, die ist für die fossilen Säugetiere zuständig. Wir haben jemanden, der ist zuständig für andere Wirbeltiere, für Dinosaurier. Wir haben jemanden, der ist zuständig für Mikrofossilien, Mikropaläontologie. Es gibt auch ganz viele Fossilien im Mikrobereich, die man jetzt mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Ja, wir haben einen Konservator für die Botanik. Ja, wir haben einen für Muscheln und Schnecken. Genau, das ist die Wasserfichte aus dem Miozän. Ja. Was ist das Ding? Eine Wasserfichte, ein Stamm einer Wasserfichte. Der kommt auch aus der Oberpfalz, aus Wackersdorf in Bayern. Das hört sich aber nicht an wie Hölzern. Das hört sich auch, also der ist in Kohl. Sorry, da habe ich mich gerade vertan. Ja. Ja. Was ist Ihr Fachgebiet? Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Korallenriffen. Mit Korallenriffen? Ja. Also weit weg von den Pflanzen, von den Wirbeltieren, sondern eher so mit den ganz kleinen Organismen, die die Riffe ausbauen. Das ist eigentlich ein ganz aktuelles Thema, nämlich wie man aus der Luft wieder das CO2 rausholt. Ja, da gibt es also Korallenriffe und überhaupt die Carbonatproduktion, also die Kalkproduktion, bindet ja auch CO2 aus der Atmosphäre und der Ozean nimmt ungefähr 25%, so Pi mal Daumen des CO2s, was wir auch in die Atmosphäre stoßen, nimmt der Ozean auf und kann dann natürlich im Ozean in Carbonaten gebunden werden. Und Korallenriffe wachsen ja in den Tropen, im Tropengürtel. Und sind mitverantwortlich unter anderem auch für die Bildung von Kalkstein und binden CO2. Ja. Reden wir dann ein bisschen drüber, machen wir eine kleine Pause. Und da sehen wir uns dann wieder, weil ja gerade Korallenriffe, da weiß der Laie, dass es dieses Sterben gibt. Ja, und genau. Die Übersäuerung der Meere. Genau, und das simulieren wir bei uns im Keller. Da haben wir Aquarium. Wir haben uns den Indo-Pazifik in den Keller geholt. Man kann ja jetzt nicht mehr reisen. Schlau. Okay, gehen wir in den Keller. Dann hören wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also was Sie hier sehen, ist auch ein Teil von der paläontologischen Staatssammlung, wobei das alles sehr lebendig ist, ne? Ja, das ist unser Aquarium, weil ich mich in meiner Forschung, ich bin ja hauptberuflich sozusagen Lehrstuhlinhaber an der LMU München für Paläontologie und Geobiologie und in dem Rahmen betreiben wir hier das Aquarium und wir sind, und das sind also die Fragestellungen, die uns aus den Geowissenschaften heraus interessieren. Wie bilden diese Organismen ihr Skelett? Mhm. Ja, ich meine, Menschen bilden ihre Knochen. Ohne Knochen würden wir wie ein Stück Pudding unten kleben, auf dem Boden. Aber die Korallen bilden ihr Korallenskelett. Ja, wobei es interessant ist, dass das Material aber das gleiche ist. Oder? Nein, ist nicht das gleiche. Nein. Also die Menschen haben ja Calciumphosphat als Apatit sozusagen, als Knochen. Und das ist Calciumcarbonat. Achso, wir haben keine Kalkknochen, sondern Phosphat. Ja, da ist Calcium. Calcium ist schon drin, aber Phosphat. Ja, ich verstehe schon. Ja, es ist das ähnlich, aber unterschiedlich. Ja, und wir sind halt daran interessiert, wie bilden die ihr Skelett aus, weil Korallenriffe eben die diversesten Ökosysteme auf unserem Planeten sind. Man nennt sie ja auch die Regenwälder der Meere. Regenwälder sind ja berühmt für ihre Biodiversität, aber Korallenriffe stehen dem nicht nach. Aber Korallenriffe sind extrem bedroht, insbesondere durch den Klimawandel. Die Korallenbleiche tötet großflächig das große Barriereriff ab.
Das ist irre, weil eigentlich ist eine Koralle ein relativ altes Lebewesen. Die gibt es schon seit ein paar... Ja, Korallen, also den Stamm der Cnidaria, den gibt es schon seit mehreren, seit dem Kambrium. Also. Und die Korallen gibt es auch schon im Erdaltertum. Die modernen Korallen gibt es allerdings erst seit dem Erdmittelalter, also ungefähr 250 Millionen Jahre im fossilen Bericht. Nur für 250 Millionen Jahre. Jetzt nur Frage. Grün, ist das Chlorophyll oder ist das was anderes? Das sind Farbstoffe. Farbstoffe. Das sind Pigmente. Teilweise rührt die Färbung der Korallen von ihren Symbionten her. Mhm. Und da sind Photosynthese betreibende Algen drin. Mhm. Und Sie erforschen jetzt, wie praktisch hier diese Algen sich ans Leben anpassen, an erhöhte Wassertemperaturen? Oder? Wie dieses System, man spricht da von einem Holobionten, jetzt wissenschaftlich gesagt, also diese Interaktion zwischen Symbiont und Koralle, wie diese Systeme sich an zukünftige Lebensbedingungen anpassen, Ozeanversauerung, hatten wir eben schon besprochen, und auch die erhöhte Temperatur. Und wir simulieren hier, wir haben ja auch in einem Forschungsprojekt kreidezeitliche Ozeanbedingungen simuliert. Mhm. Die waren ein bisschen anders, aber das Calcium-Magnesium-Verhältnis anders. Und zu schauen, wie die heutigen Korallen damit umgehen können. Jetzt nur ein Tipp von mir, Sie müssten eigentlich oben in einem zugänglichen Raum ein Aquarium aufbauen, so 5 auf 2 Meter. Ja, Sie lachen darüber, aber das ist doch genau das, was... Da, Sie reden mir, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Oh. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Aber das ist da oben jetzt so nicht umsetzbar. Nicht umsetzbar. Nein, wir haben in den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen angeschlossen, ist das Jura-Museum in Eichstätt. Und da gibt es ein großes Korallenriff-Aquarium. Ja. Aber nicht in München. Ja, zumindest nicht in unserer Bei Hellerbrunn gibt es schon. Gibt es schon. Aber was meinen Sie, wenn Sie Ihre Sammlung von alten Skeletten oder von Flugsaurierknochen mit sowas anreichern? Ja, dann super. Drehen ja die Kinder die Tür. Ja, ich weiß. Das ist technisch nicht ganz trivial, das zu machen. Und natürlich auch kostenaufwendig. Und das muss natürlich auch gepflegt werden. Ja. Und das ist relativ einfach, wenn wir jetzt am Meer wären und wir könnten da immer das Wasser durchzirkulieren lassen. Aber wir haben ja geschlossene Systeme und das ist nicht ganz einfach. Damen und Herren, das war ein kleiner Ausflug heute ins Paläontologische Museum. Auch in eine Abteilung, wo Sie nicht hinkommen. Aber wie gesagt, Sie haben vorher gesehen, wenn es wieder aufmacht, kommen Sie mit Ihren Kindern, kommen Sie selbst. Es ist immer so leichter Grusel dabei und ich liebe es, da herumzugehen. Wir werden ein bisschen da bleiben und uns noch mit anderen Mitarbeitern unterhalten. Und das sehen Sie dann die nächsten Tage. Bei Ihnen bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.